Hallo ihr da draußen und damit heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von uns. Es ist die 80. Folge und damit beenden wir nun die 4. Staffel. Ich denke, wir haben hier in der 4. Staffel, also in diesen 20 Folgen, doch einiges sehen dürfen. Und wenn du da das eine oder andere verpasst haben solltest, ist das gar kein Problem. Schau doch dazu einfach mal auf unseren Kanal. Dort findest du neben der 4. auch die anderen Staffeln und auch jedes Video im Einzelnen. Ansonsten geht es für alle anderen und auch für dich nächste Woche Mittwoch wie gewohnt weiter mit immer wieder neuen Lost Place Videos hier aus dem Osten Deutschlands. Und wenn ihr da weiterhin Bock drauf habt auf verlassene Orte hier im Osten Deutschlands, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal. In der 5. Staffel wird euch und auch uns weiterhin viel Neues erwarten. Wir haben auch ein Special geplant, denn wir erreichen mit Ende der 5. Staffel die 100. Folge. Und ich kann euch sagen, das wird sehr interessant. Außerdem möchte ich mich bei euch für über 300 Abonnenten bedanken, für den Zuspruch der letzten Zeit und auch für den ein oder anderen Daumen nach oben. Aber jetzt am besten weiter zum Video. Es gab so einiges zu sehen und ich würde sagen, kommt am besten mit auf Tour und den Rest erfahrt ihr von mir gleich. Ich wünsche euch nun viel Spaß. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeigen wir euch eine verlassene Konsumbäckerei. VEB Konsumbäckerei, VEB Kombinat, Konsum Backwaren, VEB Großbäckerei. Ich habe so alles Mögliche an verschiedenen Bezifferungen und Namen und Synonymen gehört, doch tatsächlich befinden wir uns hier im VEB Konsum Backwaren Kombinat, wie es offiziell auch hieß. Jeder von euch und auch wir kennen den Konsum. Es gab ihn früher überall, ob in der Stadt, auf dem Dorf, auf dem Land. Es gab ihn überall und man konnte da so ziemlich alles Mögliche kaufen, vor allem auch Lebensmittel. Doch bevor es den Konsum überhaupt gab, musste man diesen erstmal erlassen und tatsächlich war das Ganze ein Befehl der Sowjets, also der sowjetischen Besatzungsmacht damals am 18. Dezember 1945. Man sollte sich also zu verschiedenen Konsumgenossenschaften zusammenfinden. Keine Ahnung, wie das gemeint war, Fakt ist aber, dass es 3 Jahre später etwa 290 verschiedene Konsumgenossenschaften gab und das in der noch frühen DDR. Neben dieser Konsumgenossenschaft gab es auch noch verschiedene Kaufhäuser und Ableger und so weiter und so fort und natürlich auch noch die Handelsorganisation. Der eine oder andere wird sich vielleicht erinnern. Der Arbeiter- und Bauernstaat hat natürlich sehr viel Wert darauf gelegt, vieles selber zu produzieren. Einiges musste natürlich dennoch aus dem Westen importiert werden und Devisenhandel ist auch immer so ein Stichwort. Auf jeden Fall hatte man neben dem typischen Konsum auch noch die Backwarenkombinate und verschiedene Kaufhäuser und andere Ableger. In den Backwarenkombinaten, also genau gesagt im Konsum-Backwarenkombinat, hat man vor allem versucht, in den regionalen Fabriken auch für die regionalen Konsums dann verschiedene Waren anzubieten. Man hat also verschiedene Fabriken als Kombinate zusammengefasst, die dann entsprechend nur für den Konsum produzierten. Ganz besondere Vertreter sind da die Riesaer Teigwarenfabriken, die halt eben ganz viel Nudeln produzierten. Bis heute gibt es die Firma übrigens, wer das nicht weiß. Die Fabrik, in der wir uns hier befinden, war vermutlich eine Bäckerei, in der man Backmischungen produzierte und verschiedene Gebäcke. Denn Bäckerei ist nicht Bäckerei, es gibt welche, die produzieren nur Brote und Brötchen, es gibt welche, die produzieren vor allem Kuchen und Gebäcke und vor allem auch Backwaren. Andere sind so ein bisschen hybrid veranlagt und machen sowohl als auch. Und ich denke, auch hier hat man sowas gemacht. Tatsächlich ist die Anlage auch nicht besonders groß und man hatte auch hier nicht viel Platz. Ich habe da auch ein Bild gefunden, das blende ich euch mal hier ein, wo man sieht, wie das Ganze so vor 50, 60 Jahren aussah. Leider gab es nicht allzu viel im Objekt zu sehen, das meiste war leer, es lag überall Unrat rum und Unrat war auch so ein Stichwort, denn die Anlage wurde mit dem daneben leerstehenden Gleisbaubetrieb immer wieder Opfer von Brandanschlägen. Man hatte also hier über Wochen ständig irgendwelche Feuer gelegt und dadurch natürlich auch die Anlage entsprechend zerstört. Im Januar 2016 fand man hier auf dem Gelände im Keller eines Gebäudes eine tote Person, einen Mann aus Paderborn, der vermutlich hier drinnen einfach erfroren war.
das soll es jetzt auch schon gewesen sein hier mit diesem Video und ich werde euch jetzt hier noch ein paar Bilder einblenden. Wie immer, bleibt weiterhin eingeschaltet und nächste Woche geht's los mit der 5. Staffel. Ich wünsche euch nun einen schönen Tag, bleibt auf jeden Fall gesund, macht's gut, bis bald und ciao.